Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyLocalsPS. Was haben wir mit MyLocalsPS vor? Wir nehmen euch mit auf digitalen Stadtbummel. Initiiert vom Braunschweig Stadtmarketing in Kooperation mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt, kurz AI, nehmen wir euch mit durch Braunschweigs Innenstadt und Braunschweigs Quartiere. Wir wollen euch aufzeigen, was für spannende Einzelhändler, Gastronomen es gibt, Konzepte, Formate, Services, Angebote, auch in Corona-Zeiten. Natürlich auch die Inhaberinnen und Inhaber vorstellen und auch die Geschichten dahinter. All das haben wir vor mit dem Instagram-Livestream-Format, in das ihr gerade eingeschaltet habt, hier auf dem Löwenstadt-Kanal. Die vergangenen Wochen waren wir schon in über 20 Geschäften unterwegs und auch Gastronomien. Und auch in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen sind wir ordentlich auf Tour. Das ist unser Antritt. Wir wollen euch ein bisschen inspirieren, abholen, aufzeigen, auch in Corona-Zeiten, was sich die Braunschweiger Einzelhändler einfallen lassen, welche Produkte, Services, Click and Meet, Click and Collect und eben auch andere Möglichkeiten es gibt. Und natürlich auch so ein bisschen auf Trends, Produkte und Co. eingehen. Heute Abend sind wir hier in der Nähe von Karstadt und es wird nicht nur gemütlich heute Abend, sondern es wird auch richtig modisch heute Abend. Und zwar sind wir bei Swanicke Fashion hier in der Stephanstraße und das bin ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Verstärkung und zwar in Form von Alexandra. Hi, grüß dich. Hi, schön, dass ihr da seid. Alexandra, vielleicht zu Beginn für die, die noch nie in deinem schönen Geschäft waren, wir schauen uns das ja gleich noch in Ruhe an. Ja. Wie ist es damals zu deinem Geschäft gekommen? Was ist so dein Konzept? Also mein Konzept ist, also wir haben ja nur dänische Marken bei uns im Laden. Ne? Also wir haben alles von Mode, Schuhe, Accessoires, Taschen, alles was man so braucht, um sich ein komplettes Outfit zusammenzustellen, aber ausschließlich von dänischen Marken und Designern. Und tatsächlich ist es das ja entstanden, weil ich selber die Mode besonders schön finde. Ich finde, die haben einfach einen tollen Geschmack, die haben einen tollen Stil. Viele unserer Marken oder fast alle kommen aus Kopenhagen und bringen auch so ein bisschen so diesen Stil, dieser, ja, ist ja mittlerweile eine wirklich angesehene Modemetropole auch, ne? Bringen diesen Stil auch mit und mir hat es einfach selber immer sehr gut gefallen. Und ganz konkret tatsächlich ist es entstanden, dass wir in Dänemark, ich war selber shoppen, ne, in der Boutique und die hatten nur dänische Marken und dieser Laden war einfach so schön und die Sachen waren schön und es war gemütlich und mein Partner war mit dabei, der konnte da sitzen und einen Kaffee trinken und da habe ich halt gesagt, weißt du, sowas im Braunschweig, das fände ich echt cool. Und ja, und dann habe ich eigentlich relativ spontan entschieden, dass ich das einfach selber mache. Okay. Ja. Du hast es gerade angesprochen, skandinavische Mode, skandinavischen Stil, auch so eine Haltung für so ein Geschäft. Was würdest du sagen, was die Skandinavier oder vielmehr, was die Dänen anders machen, also in puncto Mode? Wie gehen die vielleicht auch anders vor und was macht deren Mode irgendwie auch aus deiner Sicht? Die sind schon ziemlich lässig, muss ich sagen. Ne? Also die kombinieren halt wirklich sehr besonders, also die tragen auch Sachen zusammen. Das kann vielleicht nicht jeder, das ja. Sieht vielleicht auch nicht bei jedem gut aus, ne? Aber die sind schon grundsätzlich sehr lässig. Die haben halt auch eigentlich eher so ein bisschen cleane Schnitte und cleane Styles. Und ich glaube, ja, das Geheimnis liegt wirklich daran, das miteinander zu kombinieren und das einfach auch mit einem Selbstverständnis zu tragen. Ne? Also das einfach sich dafür zu entscheiden und das anzuziehen und das selbstbewusst anzuziehen und das so zu tragen, dass alle denken, oh, sieht super aus. Auch wenn es vielleicht ausgefallener ist oder wenn man es vielleicht so normalerweise nicht zusammentragen würde. Und ich glaube, diese Lässigkeit ist halt hier so das Wichtigste und auch das, was die Kunden am meisten anspricht. Wir haben halt auch sehr viele Sachen, in denen man sich einfach wohlfühlt. Ne? Da ist dann nicht viel so, wo man nicht so viel zuppeln muss oder irgendwie immer gucken muss, sondern einfach anziehen, wohlfühlen. Und ja, ich glaube, das ist so mit das Ausschlaggebende. Und natürlich auch mal ein bisschen was Ausgefalleneres zu haben. Also ein bisschen raus aus diesem Einheitsbrei und einfach auch die Möglichkeit zu haben, mal ausgefallenere Stücke zu bekommen. Du hast, Alexandra, das Thema Wohlfühlen und das auch das Thema Lässigkeit angesprochen, das ist ja auch etwas, wofür dein Laden auch steht. Also, ja. Du hast vorhin gesagt, ne, du wünschst den Ort, wo man dann auch mal sitzen kann und Kaffee trinken ja. Kann oder ein Limo, während man wartet und während der Partner vielleicht guckt. Was war dir so bei der Gestaltung deines Ladens besonders wichtig, als du das Konzept angegangen bist? Ich glaube tatsächlich das, was du schon gesagt hast, also dass die Leute sich einfach wohlfühlen. Ne? Es sollte gemütlich sein, natürlich stimmig so, wobei dass es nachher alles so zusammenpasst, das weiß man natürlich auch vorher nicht so genau. Ne? Also ich habe da jetzt keinen Innenarchitekten oder sowas gehabt. Ich habe mir das einfach irgendwie überlegt, wie ich das selber schön finden würde und bin total happy natürlich damit, dass das irgendwie so geworden ist, wie es geworden ist. Ne? Und auch gerade jetzt hier hinten die Ecke, unser relativ großer Umkleidenbereich mit dem Teppich und den Sesseln, dass man einfach hier auch ein bisschen verweilen kann, ja. In Ruhe anprobieren kann, sich Zeit nehmen kann und
was ich ja eben schon sagte, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ne, dann gibt es hier halt auch mal einen Kaffee oder auch mal einen Sekt oder was man halt gerade so möchte. Und ja, einfach, dass man eine gute Zeit hier hat. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich. Okay. Ja. Es geht um die gute Zeit. Auch wenn ihr gerade nicht im Laden sein könnt, dann wollen wir euch zumindest versuchen, diese gute Zeit so ein bisschen mit an die Hand zu geben. Alexandra hat es ja gerade schon gesagt, es gibt hier das Thema dänische Mode, dänische Kleidung, Accessoires und Co. Das wollen wir euch natürlich nicht nur erzählen, sondern vor allem auch zeigen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir drehen mal eine kleine Runde, gucken dir ein bisschen über die Schulter. Ja. Ganz wichtig, ich will ja Alexandra heute Abend nicht nur mit meinen Fragen berieseln und nerven, sondern wir wollen eure Fragen besprechen. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Konzept habt, zum Geschäft, zu den Produkten, zu den Marken, auch wenn wir gleich die Runde drehen und Alexander uns ein paar Sachen vorstellt, wenn euch da Fragen unter den Fingernägeln brennen, gebt gern einfach Bescheid. Schreibt sie in den Chat. Unter eurem Livestream-Fenster habt ihr ja noch ein Chatfenster, schreibt da einfach die Frage rein und dann können wir sie heute Abend direkt mit euch besprechen. Ansonsten würde ich sagen, ich mache einen Schritt zurück und wir gucken dir ein bisschen über die Schulter und schauen uns mal nach und nach deinen schönen Laden an. Gerne. Also wir können ja mal ganz kurz, ne, hier hinten, wenn wir hier gerade schon sind, also wir haben ja zum Beispiel auch die Umkleiden, die sind wirklich großzügig gestaltet, ne, dass man hier auch ja, längere Zeit irgendwie in Ruhe anprobieren kann, auch ja, mit dem Teppich. Das ist halt diese Gemütlichkeit, die es irgendwie ausstrahlen soll. Und ja, dann können wir ja einfach mal nach vorne gehen. Hier hinten tatsächlich, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, sind wir gerade in unserem Sale-Bereich. Also wir haben hier hinten immer eine Kleiderstange mit Kleidern und Jumpsuit. Im Sale. Das ist gerade so unser aktueller Sale-Bereich und vorne ist dann die neue Kollektion bzw. alles, was so neu reingekommen ist. Also was mir mal relativ wichtig ist, weil ich ja eben sagte, wir haben so ausgefallenere Sachen, wir haben aber auch dadurch, dass wir sehr unterschiedliche und auch relativ viele dänische Marken haben, eine ziemlich große Bandbreite. Also wir haben eigentlich das komplette Sortiment. Das heißt, wir haben auch, ihr findet auch hier eine gute Basic-Ausstattung. Wir haben immer sehr viele Jeans im Angebot, auch in verschiedenen Schnitten, ne? Also auch ein bisschen weiter oder enger geschnitten, höher oder niedriger, also was man halt so mag. Da haben wir ein sehr, sehr gutes Angebot, finde ich. Also auch gerade die Jeans-Marke finde ich echt toll. Und dann natürlich auch Basic-Shirts und Sneaker, ne? Also man kann hier auch einfach, wenn man nicht was ganz Ausgefallenes will, findet man hier auch eine gute Basic-Ausstattung. Okay. Das Kleid daneben ist tatsächlich eigentlich schon so ein richtiges, so ein klassisches dänisches Kleid. Okay. Ne? Also das ist dieser gerade Schnitt, das ist hier zwar in der Taille leicht abgesetzt, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht tailliert, sondern wenn man es anzieht, dann fällt es einfach locker. Das ist das, was ich eben sagte, dass man es einfach überwirft und sich darüber eigentlich keine Gedanken mehr machen muss. Okay. Ne? Es fällt einfach und muss halt nicht gucken, es kneift nicht oder was auch immer oder sitzt die Taille richtig, sondern das ist einfach überwerfen und wohlfühlen. Dann haben wir hier auf der anderen Seite noch auch den passenden Rock in dem gleichen Blumenmuster. Das ist tatsächlich auch was wir immer haben, sind wirklich so Midi-Skirts, ne? Also längere Röcke. Weil auch manchmal Leute kommen und dann sagen, okay, ist das jetzt wieder in? Und tatsächlich haben wir das immer. Also das ist, okay. weiß ich jetzt gar nicht gespannt, ob das immer in war, wenn wir das haben, aber solche Sachen zum Beispiel sind ganz klassisch. Also so längere Röcke und auch fließendere Röcke und dann einfach ein T-Shirt dazu und dann ist man auch schon fertig. Du kuratierst ja mit deiner Arbeit ja auch so ein Stück weit die Mode. Wie kommt so diese Markenauswahl zustande? Also ich denke mal, die werden bestimmt Marken ansprechen, du wirst selber irgendwie auf Marken stoßen, bei Internetrecherche, auf Messen genau. oder anderweitig. Genau. Wie kommt so diese deine Auslese zustande? Ja, eigentlich ein sehr schönes Thema. Also am Anfang war es so, dass ich mir so meine Lieblingsmarken im Vorfeld überlegt habe, ne? Also auch aus diesen Erfahrungen in Dänemark beim Shoppen, welche Marken ich besonders schön finde. Und dann habe ich aber auch ein bisschen recherchiert, auch natürlich, was ist so in Zeitungen zu sehen. Ne? Es gibt ja so Marken, die tauchen immer wieder auf. Und es sind erstaunlich viele dänische Marken, bei manchen weiß man einfach gar nicht, dass es dänisch ist. Ne? Und wenn man sich dann da so ein bisschen mit beschäftigt und dann denkt, okay, das ist ja auch dänisch und das könnte man auch nehmen. Und da bin ich dann schon in Kopenhagen gezielt zur Messe gefahren und da auch gezielt dann zu diesen Marken gegangen, die ich mir im Vorfeld einfach ausgesucht habe. Die habe ich auch tatsächlich fast alle immer noch. Und der Rest entwickelt sich irgendwie. Also viel natürlich auch über Social Media. Ich habe jetzt eine ganz neue Taschenmarke, die kommt jetzt erst im Juni. Die habe ich auch tatsächlich über Instagram entdeckt und dann auch immer wieder in irgendeiner Zeitschrift wiedergefunden. Das ist so eine rein vegane Taschenmarke aus Dänemark.
Da habe ich sofort gedacht, okay, die ist, das passt, die gucke ich mir an. Also ich fahre dann schon auch dahin und gucke mir das auch live an, ob mir das dann auch so zusagt. Okay, ansonsten ist natürlich so, dass ich die Marken, wenn ich zum Ordern fahre, das in Agenturen mache und viele von den Agenturen einfach dann auch mehrere dänische Marken haben oder manche auch nur, ne? Die sind dann auch spezialisiert auf dänische Marken. Und dann fahre ich wegen einer Marke dahin und entdecke dann im Showroom vielleicht noch eine andere oder die können mir auch was empfehlen. Und ja, das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich eigentlich eine reine Bauchentscheidung. Also das muss mir halt einfach zusagen, das muss mir gefallen. Ich bestell auch nicht alles, was vielleicht jetzt irgendwie Trend ist, wenn ich das wirklich selber hässlich finde, dann kommt mir das auch nicht in den Laden. Ne? Ja, okay. Also klar, bei manchen Sachen weiß ich, okay, die muss ich jetzt auch mithaben, weil das ist jetzt gerade in und ne, die Leute wollen das und das finde ich dann vielleicht so, so geht so, dann ordne ich das trotzdem mal mit, aber wenn ich wirklich sage, nee, würde ich selber niemals anziehen, dann habe ich es auch nicht so, weil dann kann ich es nicht vertreten. Ne? Ja. Und dann biete ich es den Leuten auch nicht an und dann ist das irgendwie nicht ehrlich, glaube ich. Verständlich. Ja. Okay. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Also, wir haben hier so ein bisschen im Laden ja im Prinzip das alles so, ja, nicht nach Marken oder so sortiert, sondern einfach nach Farben, wie es zusammenpasst, wie es stimmig ist. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Muster. Also, was erstaunlicherweise schon lange ein Thema ist und auch immer noch bleiben wird, auf jeden Fall jetzt in den nächsten Ordnern, die ich bis jetzt gemacht habe, ist zum Beispiel hier Leo. Also Leo ist ja, stirbt gerade nicht so, also es ist immer noch total in und halt auch in verschiedenen Farben, so, ne? Nicht nur dieses klassische, sondern hier haben wir jetzt halt mal so ein Leo-Rock in so einem Knallgelb oder auch das ist halt ein sehr, sehr schönes Kleid. Auch wieder so, ne? Das ist eigentlich relativ schlicht. Fließend, feldschön, ist eigentlich auch recht elegant und hat aber dann hier so einen, ich sag mal, relativ schlichten, doch etwas sportlicheren Bindegürtel, der dann halt wieder so ein bisschen, ja, was Besonderes dann auch hat. Und dann halt dieses helle Leo aus so einem fließenden Stoff ist einfach auch super angenehm zu tragen. Ja, auch da wieder einfach anziehen, wohlfühlen. Was wir auch tatsächlich immer haben, ist Leo Leggings. Ich glaube, die sind gerade mal wieder ausverkauft, deswegen kann ich sie euch nicht zeigen. Ja, das ist genau, das ist sozusagen die Zebra-Variante davon. Das war zum Beispiel so ein Thema, weil ich das eben sagte, ich bestelle nichts, was ich, wo ich selber nicht sicher bin. Da war ich lange Zeit unsicher und habe gedacht, boah, ich weiß nicht, echt so Leo Leggings, ja? Möchte man die haben im Laden? Ja. Und da hat dann aber der von der Marke gesagt, die sind super. So, die laufen super, probier das aus. Wenn sie gar nicht laufen, sagst du Bescheid, gibst du zurück. Und tatsächlich, das ist ein Renner. Und mittlerweile habe ich auch eine. Okay. So, hätte ich nicht gedacht, aber mittlerweile habe ich auch eine, weil die sind einfach toll. Gut, die haben wir jetzt auch in Zebra. So, ne? Also überhaupt so Animal Print hält sich. So, ist super. Jetzt auch gerade ganz neu reinbekommen, auch hier wieder, ne, so Schals in verschiedenen Mustern oder Haarreifen. Also dieses Leo- oder Animal-Print-Thema, das ist wirklich halt immer noch ein Thema, auch hier oben die Haarreifen. Ne? Die haben alle irgendwie so ein bisschen so ein, ja, Zebra-Charakter. Ja. Und das geht wirklich wahnsinnig gut so. Und das ist irgendwie auch immer sehr, ja, sehr schön. Ansonsten, klar, was ich eben schon sagte, ne? So diese Blümchenkleider, die haben wir auch immer in verschiedenen Ausführungen. Ne? Das ist wieder halt so dieser etwas geradere Schnitt. Was auch immer sehr beliebt ist, auch eigentlich das ganze Jahr durch, sind halt so leichte Stricksachen. Ne? Mhm. Also irgendwie Strickjacken in verschiedenen Ausführungen haben wir auch immer da. Also auch Winter oder Sommer, das ist eigentlich egal. Dann haben wir aber ja natürlich auch verschiedene. Also auch hier wieder, ne, die Röcke, ist wieder nochmal so ein Midi-Rock. Das ist jetzt etwas eleganter, aber auch hier wieder so ein Plissé, etwas länger geschnitten. Das sind auch Sachen, die wir immer da haben. Du hast ja schon so ein Thema angesprochen wie Animal Prints, Midi-Röcke und auch Strick. Gibt es bestimmte Trends, die du gerade noch allgemein sonst noch formulieren würdest oder wo du denken würdest, okay, das wird bestimmt jetzt noch stärker dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ja, also was halt tatsächlich wieder kommt, sind einfach weitere Hosen, ne? Also gerade jetzt auch so bei Jeans, es geht jetzt ein bisschen weg von diesem Skinny, ne? Dass die Leute wieder ein bisschen mehr geradere
Schnitte haben wollen. Was wir auch haben, ich muss mal kurz gucken, wo haben sie denn hier hin? Sind halt so diese höher geschnittenen weiteren Hosen. Ich glaube, die hängen vorne. Ich guck mal kurz. Genau. Ja, also dieses, ja, ich sag mal so ein bisschen High-Waist, ja, okay, geschnittene, mit weitem Bein, ne? Also überhaupt so diese weiteren Beine. Ich glaube, so von diesem ganz, ganz engen, also gerade auch so im Jeansbereich geht es wieder ein bisschen weg. Auch Bootcut ist ja auch wieder ein Thema. Ja. Ne? Oder wie die Hose, die da hinter euch an der Puppe ist, so eine aus Cord, ne? So diese Culotte, dieses mit dem etwas kürzeren, mit dem weiten Bein. Kommt natürlich auch viel wieder, ne? Also auch gerade so Cord ist wieder ein Thema, hatten wir natürlich auch schon mal. Ich glaube, fast alles hatte man schon mal irgendwann. Das kommt dann mal wieder, ja. Was jetzt wiederkommt, genau. Aber gerade halt so, ja, wie gesagt, dieser weitere Schnitt, das ist jetzt schon was, was jetzt verstärkt wiederkommt. Was zeige ich euch denn noch? Es gibt noch ein Thema, was wiederkommt, tatsächlich. Schulterpolster. Okay. Ja. Schulterpolster kommen auch wieder. Aber es sind Gott sei Dank, also es ist nicht so schlimm wie früher. Ich sage mal, es sind jetzt nicht so diese MC Hammer Schulterpolster, sondern es ist noch relativ dezent. Da haben wir jetzt mehrere Kleider von. Das ist eigentlich so, ja, diese Schulterpolster sieht man gar nicht so richtig. Es ist einfach nur so eine angeschnittene Schulter. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch was, was jetzt wieder relativ viel kommt. So, und da bin ich bei manchen Sachen noch dabei. Wie gesagt, bei den Kleidern finde ich es schön, wenn es dann so übertrieben wird, dann bin ich da noch raus. Die stehen ja oben immer überall so schöne Markenschilder zwischendurch. Ja. Irgendwie Form vollendet und ja, teilweise auch echt super schöne Designs der Logos schon. Gibt es so bestimmte Marken, wo du sagen würdest, die sind jetzt besonders ikonisch so für diesen Stil oder was irgendwie für die dänische Modewelt? Ikonisch. Oder die vielleicht besonders prägnant sind und wie die man so am ehesten, die man so am ehesten begegnet, wenn sich so in diese Welt reinbegeben. Ja, naja, es gibt natürlich, ich sag mal, es gibt einfach auch bekanntere, größere Marken, ne, die einfach viel mehr Leute kennen. Und dann halt noch so ein bisschen so diese, ich sage jetzt einfach mal Insider-Tipps. Oder okay. Viele, die in Dänemark zum Beispiel schon wahnsinnig bekannt sind, aber es jetzt noch nicht so unbedingt nach Deutschland so geschafft haben. Ne? Also zum Beispiel hier diese Marke von den Blümchenkleidern, das ist Moss Kopenhagen. Das ist eine super bekannte Marke. Ne? Das ist auch eine etwas jüngere Marke, sag ich mal. Ne? Und die spiegeln schon so dieses klassische Dänische wieder. Ich habe aber auch zum Beispiel eine Marke, die ist in Dänemark bekannt, aber hier halt noch gar nicht so. Die habe ich auch entdeckt. Selber in Dänemark beim Shoppen, das ist zum Beispiel Weiz Kopenhagen. Die haben ursprünglich nur Kleider gemacht, zum Beispiel, und die machen sie dann halt auch wirklich besonders gut. Und die ist noch, ja, das ist eine kleine Marke im Prinzip. Das ist eigentlich nur eine Frau, mit der man dann auch da direkt zu tun hat, also die Designerin selber. Ja. Und die entwirft halt die Kleider selber. Und ansonsten haben wir. Ja, Moodström ist auch eine relativ bekannte Marke. Ja, so. Die kennt man auf jeden Fall. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch die Marken untereinander sind ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja. Also was die so abdecken, also auch je nachdem, wie ausgefallen es ist. Ich muss natürlich auch dazu sagen, die Marken sind auch preislich natürlich zum Teil unterschiedlich. Ja. Ne? Auch da haben wir halt etwas günstigere Marken und haben aber auch Marken, die halt dann in etwas höherem Preissegment sind und haben natürlich dann auch zum Teil von manchen Marken weniger im Angebot, wo ich dann einfach denke, okay, das ist jetzt so ein Highlight, das würde ich jetzt gerne haben, ja. Und dann halt vielleicht dann nicht so viel, aber dann so da so diese besonderen Stücke davon. Du hast uns ja jetzt schon so ein paar Outfits vorgestellt. Wenn man sich jetzt so zwischendurch umguckt, hier gibt es ja noch viel mehr. Also ich sehe jetzt zwischendurch viele Taschen und Schuhe. Willst du uns da vielleicht noch so ein, zwei Themen vorstellen? Klar, gerne. Also Schuhe haben wir drei verschiedene Marken. Wobei wir von der einen Marke nur Sommerschuhe haben, da sind noch keine angekommen, deswegen kann ich euch davon jetzt keine zeigen. Ist nicht schlimm. Aber zum Beispiel eine auch sehr erfolgreiche, beliebte Marke mittlerweile ist Schuh bis Kopenhagen. Da haben wir jetzt halt gerade diese Boots, ne? Die dürfen natürlich nicht fehlen. Die gibt es ja mittlerweile jetzt auch von vielen verschiedenen Marken, aber die sind einfach toll, die sind super bequem. Auch das ist wieder so eine Lässigkeit, ne? Die kannst du einfach zu allem anziehen und bist immer gut angezogen und
brauchst ja keine Gedanken mehr darüber zu machen. Und die sehen einfach cool aus. Das ist zum Beispiel hier auch so ein Look, der ist gerade, also diese Slipdresses, ne, diese Träger, Spaghetti-Trägerkleider in diesem Satin. Satin ist auch übrigens so ein Thema, was jetzt wieder mehr kommt. Ja, ne? Okay. Das muss man einfach irgendwie mit Boots und Lederjacke oder sowas kombinieren, sonst ist es halt so. Ja, gut, man kann es natürlich auch schick machen. Wenn man es schick haben will, kann man es natürlich auch schick machen. Klar kannst du so ein Kleid auch mit Pumps tragen und dann wirklich für einen Anlass oder so. Aber um es jetzt, sagen wir mal, alltagstauglich zu machen, hilft natürlich einfach so ein Boot und dann so eine Lederjacke dazu ungemein. Das ist von Schuh bis Kopenhagen. Da haben wir halt ja die Boots dann halt auch in verschiedenen Farben. Also zum Beispiel der braune war auch sehr beliebt. Wir haben auch von dem braunen und dem schwarzen jeweils nur noch einen da tatsächlich. Und dann haben wir jetzt aber auch von denen schon die ersten Sandalen bekommen, die ihr hier seht. Das ist auch alles von Schuhbiss. Von den anderen Marken haben wir noch keine Sommerschuhe bekommen, aber die müssten jetzt eigentlich in den nächsten Wochen dann auch eintrudeln. Und was bei uns auch tatsächlich, was wir auch immer haben und was auch immer geht, sind hier die, ja, ich sag mal Gummistiefel. Die sind zum Beispiel von Ilse Jacobsen, das ist auch eine ganz bekannte Marke. Ne? Also die haben ja auch diese Regenjacken. Ja, und, ja, kennt man auf jeden Fall. Und das ist halt so Naturkautschuk, ne? Das ist halt kein Gummi. Hat innen so eine Lammwolle, also ist auch schön gefüttert. Sind 100% wasserdicht und die haben wir auch das ganze Jahr über zum Beispiel, so, weil die sind immer angefragt. Und die haben wir auch immer in verschiedenen Farben. Und ja, die versuchen wir auch immer eigentlich vorrätig zu haben. Dann haben wir ja, Taschen- und Accessoire-Marken, also zum Beispiel Black Color. Da haben wir jetzt halt hauptsächlich die... Hier? Genau, ja, genau. Das ist jetzt zum Beispiel auch was. Siehst du, je länger wir reden, desto mehr fahren wir immer diese Trends ein. Ja, das kommt alles nach und nach. Was kommt alles nach und nach. Das ist halt diese Nylon-Geschichte, ja, ne? Das ist jetzt auch tatsächlich wieder in Held nicht. Willst du das mal geben? Oder soll ich? Ich weiß gar nicht. Jetzt steht's. Okay. Genau, das sind diese Nylon-Taschen. Ne? Mhm. Das ist hier zum Beispiel die von Lidström, das ist auch so eine Nylon-Tasche. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Thema, was jetzt gerade aufgekommen ist. Und die haben wir auch noch, die Tasche haben wir auch noch in Schwarz und dann haben wir auch noch kleinere. Also das ist jetzt auch wieder so ein Thema, was ein bisschen mehr ist. Halt dieser, hier unten haben wir noch eine graue. Das ist halt auch so eine Nylon-Tasche. Ne? Das ist natürlich auch praktisch sowas. Ja, natürlich. Abwaschbar. Und aber wir haben natürlich auch Leder-Accessoires, ne? Also Ledertaschen und wir haben jetzt zum Beispiel so eine kleine. Das ist auch wieder von Black Color. Auch eine schöne Größe, so passt im Prinzip alles rein, was man braucht. Und man hat aber nicht dann direkt so eine Riesentasche dabei. Wenn man so über Mode-Hotspots spricht, klar, dann kommt man natürlich immer auf die Südeuropäer, also die Italiener, und aber eben ja auch schnell nach Skandinavien. Ja. Was würdest du sagen, warum haben die Skandinavier aktuell und allwährend ja im Grunde genommen so großen Einfluss auf die Modewelt? Was machen die anders oder was machen die richtig, dass das eben auch so prägnant ist? Also ich glaube, tatsächlich auch schon ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Fähigkeit, die Sachen also besonders zu kombinieren, und tatsächlich auch dieses etwas Entspanntere. Ne? Weil also das ist zum Beispiel auch bei uns so, die Dänen, die schneidern auch wirklich großzügig. Ne? Also die Sachen fallen meistens etwas größer aus. Und das ist natürlich manchmal auch schwierig bei so italienischen oder spanischen Marken oder so. Ne? Dass natürlich auch die Schnitte zum Teil ja sehr, ich sage jetzt mal, vielleicht enger sind oder so. Ne? Und dass man, glaube ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt bei den anderen Marken jetzt nicht so gut aus wie bei den dänischen, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, was ich sage, aber das ist vielleicht etwas, ja, dass man sich in den Sachen irgendwie vielleicht schneller wohlfühlt oder so, weißt du, was ich meine? Also, ne, dass es so ein bisschen da diese Lässigkeit wieder hat und das ist einfach so, ja, die ziehen das an und das sieht halt irgendwie cool aus, ohne dass man so viel Mühe da, also es sieht nicht so bemüht aus. Ne? Okay. Es sieht irgendwie so selbstverständlich aus. Und manchmal vielleicht sogar, als hätte man einfach was aus dem Schrank zusammen angezogen, was man da gerade so nebeneinander hängen hatte, und dann kommt da was Cooles bei raus. Okay. Ohne, dass man sich halt, und, ja. Übrigens war das Thema Taschen, glaube ich, gerade ein guter Triggerpunkt. Da ist nämlich eine Rückfrage reingekommen, dass du bitte nochmal was zu den grünen Taschen sagst. Nehmen wir mal an, es geht um die. Sie? Vielleicht auch um die.
gehe ich mal von aus, vielleicht kannst du noch mal mit in die Hand nehmen und noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Also, was wollt ihr wissen? Also das ist ja eine Nylon-Tasche, hat hier außen ein Außenfach mit Reißverschluss, passt viel rein. Ist halt auch eine gute Arbeitstasche, ne? Passt ein Laptop rein, so kannst du einfach alle deine Unterlagen reinpacken. Und hat hier innen drin, das ist übrigens auch ganz cool, hat hier innen drin nochmal so eine extra Innentasche, die man halt auch abmachen kann. Die ist halt nur mit so einem Karabiner festgemacht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel da einfach dann irgendwie Schlüssel und Handy reinpackst, dann kannst du die halt dann auch nochmal so mitnehmen. Richtig gut. Die kostet 39,99 €, ist auch vom Black Color und haben wir auch noch in Schwarz. Ist halt oben, wie gesagt, mit Reißverschluss und auch zusätzlich nochmal mit Druckknopf. Und ja, ist halt ja so ein, von der Größe her passt da schon ordentlich was rein. Okay. Ist das hinten die gleiche? Oder das ist die gleiche. Okay, weil fragt jemand bitte beide grünen Taschen. Haben wir jetzt hier noch eine andere passiert, die wir jetzt nicht gesehen haben? Nö, ich weiß nicht. Eine grüne? Also ich habe noch eine kleine grüne Ledertasche, aber die haben wir, glaube ich, noch nicht. Okay, aber ansonsten die hinten, die wir hinten gesehen haben, ist die gleiche. Das ist die gleiche. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die mit im Bild hattet. Vielleicht, weil die ist auch grün. Vielleicht, die könnt ihr mal... Das Kleid haben wir übrigens heute ganz noch eingekriegt. Das ist von Soft Rebels. Genau, und die Tasche ist auch wieder von Black Color. Das ist die gleiche wie die schwarze, die ich euch eben gezeigt habe. Ah ja, okay. Halt dann noch in so einem dunkelgrünen Olivton, würde ich sagen, ja. Mal angenommen, ich meine, ich könnte das Outfit jetzt nicht anziehen, aber angenommen, ich würde nach Dänemark fahren und ich würde so ein wirklich typisches, immer funktionierendes dänisches Outfit haben wollen. Was würdest du sagen, was sind hier so die Ab, was sind so totale Evergreens oder Dinge, die immer funktionieren? Tatsächlich diese Kleider. Ja, okay. Ne? Diese weiten, vielleicht auch Blümchen, muss nicht immer ans Blümchen sein, ne? Aber so diese weiten Kleider, diese Schnitte. Wir können mal kurz nach hinten gehen, da habe ich noch ein paar. Ja, gerne. Weil das, die ich euch jetzt gezeigt habe, die waren halt alle ja so ein bisschen länger, ne? So in der Midi-Länge, aber wir haben zum Beispiel auch, ach das hier, das ist auch so ein relativ neues Kleid von Moss, ne? Ist jetzt mal ein bisschen kürzer, aber ansonsten auch wieder einfach gerade geschnitten und anziehen und wohlfühlen. Mhm. Wer das zum Beispiel, es kann natürlich auch sein, dass manche Leute sagen, okay, dieses Weite und so, das ist gar nicht so meins, kann man natürlich hervorragend auch einen Gürtel drauf machen. Ein Talieren, ja. Also Gürtel haben wir auch da, das ist keine Frage. Wenn man da Gürtel möchte, haben wir auch den passenden Gürtel dafür. Oder was halt auch, ich muss mal gucken, ob wir das noch haben. Ja, hier haben wir noch eins. Das ist auch so ein ganz klassischer Schnitt. Das ist jetzt leider auch wieder schwarz, weil das noch aus dem Sale ist. Das ist noch aus der letzten Kollektion. Aber das ist jetzt auch ein ganz, ganz klassischer Schnitt. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch sehr weit, das ist jetzt auch eine größere Größe. Aber halt so dieses oben schlichte und dann unten so ein bisschen abgesetzte und trotzdem alles in allem aber sehr fließende. Ja, okay. Mal was Ausgefalleneres, was aber auch sehr typisch dänisch ist, ist zum Beispiel dieses hier. Das ist jetzt offen, das ist halt eigentlich so ein Wickelkleid. Und das hat halt zum Beispiel diese Ärmel. Diese besonderen. Mhm. Das haben wir auch sehr, sehr viel. Also wir haben auch entweder halt sehr weite Ärmel oder auch so Ballonärmel, die hier unten halt angeschnitten sind. Ja. Oder auch welche, wo oben halt die Schultern vielleicht so ein bisschen, ne, ja, sagt man denn, so ein Puffärmel-mäßig fast sind. Das haben wir auch tatsächlich sehr viel. Das hat auch so, das ist auch so ein bisschen klassisch, dieses Dänische dabei. Mal mehr, mal weniger, ne? Also sehr ausgeprägt, so wie jetzt hier, ist das natürlich sehr auffällig. Aber manchmal ist es auch ein bisschen dezenter, ein bisschen schlichter, sodass man auch ja, da nicht jetzt direkt denkt, das ist übertrieben oder so. Hm. Du hast gerade das Schlagwort Gürtel fallen lassen. Apropos, wir haben gerade jede Menge Accessoires etc. passiert, so ganz kommentarlos. Ja, dann können wir in die Ecke nochmal reingucken und du zeigst uns noch ein bisschen. Ah, das ist ja unsere, ja, hauptsächlich jetzt unsere Schmuckecke. Ne? Ja, okay. Genau, das ist Aqua Dulce, natürlich auch eine dänische Marke. Und das ist alles 925er Silber. Die goldenen sind dann halt zusätzlich natürlich noch vergoldet. Und da haben wir eigentlich auch alles, also Ohrringe, Ketten, Ringe, alles, was man da braucht, Armbänder. Und vorne können wir gleich nochmal auf diesem anderen Ständer gucken. Da haben wir noch so auch so ein paar Ledergürtel. Ja, gerne, ja. Und was wir aber auch immer haben, sind, die sind auch von dieser kleinen Marke, von der ich eben erzählte, die Kleider macht. Hier solche Taillengürtel.
Das ist einfach ein ganz schlichter Stretchgürtel in verschiedenen Größen, so dass es immer passt. Und da kann man natürlich hervorragend, wenn man jetzt einfach so ein schwarzes Kleid hat oder so hier dieses Blümchenkleid und man das einfach nicht mag, dass das so weit fällt oder vielleicht mal was anderes haben will, einfach einen Gürtel drauf machen und dann hat man schon im Prinzip, ja, so ein Gürtel macht auch im Prinzip aus einem Kleid dann wieder einen ganz anderen Look. Ne? Ja, also schon. Gerade wenn es einfarbig ist und du machst dann noch einen farbigen Gürtel drauf, also wir haben das dann halt auch in allen verschiedenen Farben, in Grün, in Rot, in Schwarz, also immer je passend, je nach Look. Okay, bevor wir zu den Gürteln gehen, du hast gerade die Kleider vorgestellt, die sind auf jeden Fall auf großes Interesse gestoßen, vielleicht kannst du die nochmal kurz rausnehmen, nochmal was zu den Preisen sagen, hatte jemand nachgefragt. Welche denn? Die letzten jetzt? Ich glaube, die letzten, die wir gerade gesehen haben, wenn ich das zeitlich richtig verfolgt habe. Ja. Ja gut, die sind ja alle 50% reduziert. Also wir hatten ja das Schwarze, dann das genau, was du gerade auch mit dem Puff... Das hier, das war glaube ich das Erste, was ich euch hier Ja, ich glaube, genau. Genau, das ist jetzt halt das Letzte, das ist jetzt XL, das haben wir noch einmal in XL. Das lag ursprünglich bei 99,95, kostet jetzt noch die Hälfte, also knapp 50 Euro. Ja, okay. Was hatten wir noch? Wir hatten das auf jeden Fall... Genau, das hier, das haben wir noch einmal im... Moment, 34, Größe 34 oder XS dann halt. Das lag ursprünglich bei 149,95. Okay. Also jetzt noch knapp 75 Euro. Also ich würde überlegen, hat man hier noch was gerade rausgekommen? Das Schwarze von Moss vielleicht. Ach ja, genau, das können wir nochmal. Ich muss das nochmal kurz angucken wollen. Das hat ja zum Beispiel auch, da habe ich jetzt eben gar nicht gezeigt, aber das hat ja auch zum Beispiel diese ganz leichten Puffärmel. Ja. Ne? Das ist jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so übertrieben. Also manche machen ja dann auch direkt irgendwie so Wahnsinnsschultern oder so. Das ist jetzt bei dem auch nicht der Fall. Genau, das haben wir noch in den Größen XS bis M. Und das kostet 59,95. Ja, okay. Danke. Regulärer Preis. Ne? Also das ist halt das, was ich sage. Wir haben auch ja, günstigere und etwas teurere Marken. Das liegt jetzt bei 59,95. Okay. Ich glaube, dann sollten wir die Preisfrage beantwortet haben, dann können wir wahrscheinlich erstmal weiter stiefeln. Also wo wir gerade hier stehen, ne, wollte ich nochmal sagen, wir haben auch tatsächlich eine Marke, die also die nennt sich Blue Sportswear und die machen eigentlich halt so wirklich so sportliche Sachen. Also wir haben dann auch Jogginghosen von denen oder Hoodies oder so, ne, auch so ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe jetzt auch gerade tatsächlich einen Ausverkauf von der neuen Kollektion, aber von denen haben wir jetzt gerade eine neue Lieferung bekommen und die machen dann halt auch einfach so ganz basic, sportlich, aber auch wieder sehr schön zu tragen. Das ist dann immer bei Blue Sports immer alles 100% Baumwolle. Fast alles ist ja mittlerweile auch schon sogar Bio-Baumwolle. Das ist auch übrigens ein Thema, dass meine Marken sind natürlich nicht grundsätzlich nachhaltig, aber fast alle sind mittlerweile so, dass sie versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein. Okay. Also es geht zum Teil wirklich schon in die 100%. Aber bei manchen Marken, also da steht dann auch schon bei fast allem drauf, dass es irgendwie sustainable ist, dass es recycelt ist oder wie es hergestellt wurde oder dass es halt dieser Bio-Baumwolle oder sowas ist. Also man merkt also ganz grundsätzlich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit bei den Marken immer wichtiger wird, also dass da größerer Wert drauf gelegt wird. Ja, okay. total. Also, und da auch tatsächlich bei allen, also egal wie groß oder klein oder ob das früher bei denen Thema war, mittlerweile, ich glaube da genau, also hier auch zum Beispiel, weil das ist hier nochmal dieses Schulterpolsterkleid, was wir eben schon hatten. Da haben wir dann auch hier direkt so einen Anhänger mit drin, Sustainable Choice. Und dann kannst du nochmal nachlesen, was daran jetzt, ne, also was genau alles sustainable ist. Und findest dann halt auch auf der Homepage dann immer noch Informationen dazu. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Voll gut. Apropos finden, jemand ist jetzt im Livestream auf eine Tasche hinter dir aufmerksam geworden. Diese schwarze Hobo-Bag hinter dir. Wahrscheinlich niemand. Das ist nur ein Portemonnaie. Also ist vielleicht die Tasche. Oder, achso, oder die da links hängt. Ich kann nur raten. Aber was steht da? Logo-Bag oder? Hobo-Bag. Hier steht Hobo-Bag. Ich kenne mich nicht aus. Ich kann nur vorlesen, was ich lese. Frag Janine. Die haben wir uns ja eben schon angeguckt. Ne? Ja, dann wahrscheinlich die du gerade nimmst. Im Zweifel nochmal Bescheid sagen, Janine, die du die Frage gestellt hast. Diese? Das ist eine Ledertasche. Die ist von einer unserer, ich sag mal, normalen Bekleidungsmarken, also jetzt keine Accessoire-Marke, von der Marke Inwear. Und bei den Bekleidungsmarken ist das einfach so, wenn ich mal besondere Sachen da auch bei den Accessoires sehe, dann werden die mitgeordert. So.
Genau, das ist eine Ledertasche und die kostet 129,95. Okay. Das war übrigens die richtige Tasche. War die richtige Tasche? Ja, danke. Ja, genau, die hat oben nochmal so einen Druckknopf mit Magnet allerdings auch. So, kann man das sehen? Vielleicht. Hat auch noch Innenfächer mit Reißverschluss, also auch da kann man nochmal was sicher verstauen. Ach, und was wir übrigens auch schon bekommen haben, hinter euch sind die ersten Barben, oder? Mhm. Gestern angekommen. Ist jetzt vielleicht noch nicht so ein Riesenthema. Aber wird bald Thema auf jeden Fall. Haben wir auch immer. Also Bikinis, Badeanzüge von verschiedenen Marken haben wir auch jedes Jahr tatsächlich dabei. Was wir ja kurz anschneiden können, es sind ja wirklich schon ein paar gezielte Nachfragen gekommen zu einzelnen Produkten, die du vorgestellt hast. Ja. Mal angenommen, ich habe das jetzt im Livestream gesehen und ich möchte irgendwas davon unbedingt haben. Auf welchen Kanälen kann ich dich aktuell am besten erreichen? Wie würde ich jetzt als Zuschauer auf dich zukommen? Also erreichen könnt ihr uns eigentlich auf allen Wegen. Mhm. Also natürlich telefonisch, E-Mail, Instagram, Facebook. Was gibt's noch? Weiß nicht. Ich glaube, erstmal nichts. Ja. Also bei Instagram und auch bei Facebook stellen wir halt auch immer alles nochmal detailliert vor. Ne? Also wenn wir jetzt eine neue Kollektion reinkriegen, dann fotografieren wir die einzelnen Teile, schreiben die Preise dazu, schreiben dazu, welche Größen wir haben. Cool. Okay. Im besten Falle haben wir auch die Zeit, das alles einmal anzuziehen, das einmal angezogen zu zeigen. Und da hat man dann auch, da zeigen wir auch Details, ne? Wie es von innen aussieht, bei, jetzt bei der Tasche oder so, würden wir nochmal Detailaufnahmen machen. Und natürlich wäre es ja schön, wenn wir vielleicht jetzt bald auch wieder Terminshopping machen können. Ja, die Zahlen sehen ja ganz gut aus und dann kann man natürlich auch gerne einfach anrufen und einen Termin machen und dann persönlich vorbeikommen. Im besten Fall. Sehr schön. Achso, ja, Instagram, weiß nicht, also ist @Zwanecke Fashion einfach, ne? Und bei Facebook auch. Und ansonsten findet ihr uns natürlich im Internet wegen Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und okay. Ja. Jetzt sind wir hier bei der Bademode hängen geblieben. Eigentlich können wir, glaube ich, zu den Gürteln gehen, ne? Oder? Ja, können wir machen. Also da sind jetzt auch nicht so viele, ne? Nur weil wir gucken trotzdem mal. Darüber sprachen. Ja, wir gucken uns das mal an. Dass wir halt im Prinzip, ja, wirklich, was ich am Anfang sagte, ne? So eigentlich von allem irgendwie sowas da haben. Also, das ist halt hier so. Ledergürtel. Schön. Der liegt bei 39,99. Den haben wir eigentlich auch in Braun, der ist aber gerade ausverkauft, der kommt aber wieder rein. In so einem dunklen Braun, also nicht in so einem braunen, also der ist auch von hier, aber den gibt es auch nicht mehr. Wir haben übrigens noch eine Frage reinbekommen. Ja. Welche Oberteile kannst du für den Übergang empfehlen? Ah, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie der Stil ist. So, ja. Ne? Also, sag mal, so ganz basic, ne, haben wir natürlich auch zum Beispiel einfach sowas. Mhm. Leichte Pullover, ne, in verschiedenen Farben. Die haben wir zum Beispiel auch immer da. Die sind natürlich jetzt für den Übergang einfach perfekt so, ne? Oder was ich eben schon gezeigt habe, sind halt so diese leichteren Strickjacken. Ja, okay. Das ist jetzt halt so ein dünner Strick, aber wir haben auch welche da, die sind etwas dicker. Und das ist ja immer so, wenn man dann sagt, okay, im Sommer brauche ich keine Strickjacke, ja, aber in Deutschland, wann ist es da schon mal warm genug, dass man den ganzen Abend mit T-Shirt draußen sitzen kann. Ja. Oder so. Irgendwann muss der ja trotzdem was überschmeißen. Das stimmt, ja. Und da sind Strickjacken halt eigentlich immer ganz gut. Wir haben auch zum Beispiel, hinten noch einen? Nee. Ich muss jetzt leider nochmal um euch rum. Natürlich auch immer halt ne, die Mantelvariante dann. So ein Strickmantel finde ich ist auch immer super. Kannst du jedes T-Shirt runterziehen, ja, ne, und dann einfach dann Strickmantel drüber, wenn es soweit ist. Ansonsten haben wir auch immer Longsleeves, also ganz einfache Basic Longsleeves, auch immer in verschiedenen Farben. Die man auch dann zum Teil einfach ja so tragen kann oder auch drunter ziehen kann. Also solche haben wir auch immer da. Oder jetzt hier so ein Modal-Shirt zum Beispiel. Haben wir auch. Ist auch immer ganz gut für den Übergang, weil es ja einfach ein bisschen längere Ärmel hat. Ne? Ansonsten haben wir aber auch Sweatshirts. Zum Beispiel das hier ist auch relativ neu, das ist auch sehr schön. Das ist jetzt auch zum Beispiel wieder von Moodstream. Auch da sieht man wieder, ne, eigentlich sehr schlicht, hat aber halt einen etwas besonderen Ärmel. Also der ist ja, total, ein bisschen weiter geschnitten und auch ein bisschen kürzer, also geht nicht bis ganz unten. Durch das Bündchen dann endet halt hier irgendwie so ein Dreiviertelarm. Und ist eigentlich auch
für den Übergang, glaube ich, gut geeignet. Ah, es gibt noch ein Thema. Siehst du, noch ein Thema. Noch ein Trend. Noch ein Trend. Noch ein Trend, der jetzt auch schon ein bisschen länger ist. Polunder tatsächlich. Ja. Ja. Polunder kommen wieder. Wir haben jetzt so eine sommerlichere Variante, weil das halt so ein bisschen dünner gestrickt ist. Kann man tatsächlich auch einfach so als Top anziehen, aber kann man natürlich auch einfach ein Longsleeve oder ein Shirt oder so drunter ziehen. Wir hatten jetzt im Winter aber auch schon richtig dicke so, ne? Also Polunder, das bleibt auch noch. Das habe ich schon geordert jetzt für nächsten Winter. Richtig gut. Ja. Ich habe übrigens gerade noch eine Rückfrage in der Hand. Also ich hoffe, das ist jetzt die richtige Strickjacke. Ich nehme mal an, es hat noch jemand zu den Strickjacken noch eine Nachfrage gestellt. Ja. Ich kann die wirklich einfach nochmal geben. Klar. Und was kosten die denn eigentlich? Also die langen kosten 79,99. Okay. Und auch die, genau, hier ist noch eine. Die ist halt zum Beispiel so eine dicker gestrickte, ne? Die kostet auch 79,99. Die haben wir auch gerade mit den Farben der Saison. Also hier haben wir ja auch das knallige Orange zum Beispiel. Ne? Oder auf, da hinten dieses knallige Pink. Das ist jetzt auch gerade neu reingekommen. Das passt natürlich beides gut dazu. Die kostet auch 79,99, genau wie halt der lange Strickmantel auch. Ja, schön. Und diese da vorne, diese dünneren, die kosten 64,99. So, ich glaube, dann muss man das soweit. Ja. Du hast gerade dieses Schlagwort Farben der Saison fallen lassen. Was sind denn jetzt so die Farben, die jetzt so mehr im Kommen sind oder die jetzt so en vogue sind? Also tatsächlich ist es ja jetzt gerade dieser Fliederton. Ne? Mhm. Flieder ist ja jetzt irgendwie gerade total angesagt. Haben wir auch gerade nicht mehr so viel. Müssen wir auch auf die nächsten Lieferungen warten. Aber wir haben zum Beispiel immer Leinen-T-Shirts im Sommer. Und da haben wir auch jetzt so ein... Ja, in diesem Flieder natürlich auch schöne Farbe. Eins gehabt, ne? Oder haben noch eins da. Das ist auch immer ganz schön, weil es ist 100% Leinen. Zum Sommer halt natürlich ganz schön, weil es einfach auch kühlend ist und luftig. Das jetzt auch von Inwear kostet 39,95, ist 100% Leinen. Und das haben wir jetzt halt in diesen knalligeren Farben, also wie gesagt in dem Orange. Ich zeige es euch nochmal in Pink, das finde ich nämlich auch ganz schön. Das hat einen V-Ausschnitt. Und ist halt jetzt mal so ein bisschen knalliger, kostet auch 39,95, ist auch 100% Leinen. Was ansonsten dieses Jahr noch kommt, ist halt so ein bisschen, ich weiß ja, ich sag mal so Salbei, ne? Also so ein hellerer Grünton. Mhm. Da war ich ja jetzt, also das habe ich jetzt geordert, das kommt jetzt halt dann auch ja, so zum Herbst, dann kommt diese Farbe sehr, ne? Und jetzt im Sommer natürlich, ja, mit Flieder ist jetzt im Prinzip im Sommer jetzt so mit der Hauptton. Aber wir haben halt auch so ein bisschen dieses, zum Beispiel dieser Rock ist halt zu den T-Shirts gekommen, ne? Oder auch dann dieses Pink und dieses Orange drin hast. Also ich finde, im Sommer kann es auch ruhig ein bisschen, bisschen farbenfroher sein. Ne? Übrigens haben wir offensichtlich alles richtig gemacht mit unseren Inspirationen. Eine Nutzerin, eine Zuschauerin, Tanja, schreibt gerade, ich habe plötzlich so Lust auf Shopping. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Super, freue ich mich voll. Sehr, sehr gerne. Damit verbunden vielleicht nochmal die Frage, du hast ja gerade gesagt, hoffentlich ist bald das Thema Terminshopping wieder möglich. Wenn man dein Geschäft unter diesem Schlagwort Support Your Local Dealer aktuell trotzdem unterstützen möchte und wenn man vielleicht auch für Freundinnen, Freunde irgendwie mal einen Gutschein verschenken möchte, auf welchen Wegen, was für Gutscheine hast du aktuell da? Also Gutschein kann man ja jederzeit kaufen. Ne? Also wir stellen einfach normale Geschenkgutscheine aus, einfach anrufen, sagen, welche Höhe. Wir machen natürlich gerade Click und Collect. Mhm. Also dann einfach, ja, wie gesagt, bestellen, was man möchte und dann vorbeikommen und dann wird es an der Ladentür übergeben. Und das ist dann eigentlich relativ unkompliziert tatsächlich. Okay. Du hast das Thema Gutschein angesprochen, abgesehen von eurem eigenen Gutschein. Von Zwanicke Fashion habt ihr auch den Stadtgutschein. Ja, vielleicht willst du dazu noch einen Satz sagen. Ja, den Stadtgutschein haben wir auch. Ich glaube, dass ja tatsächlich so der Start dann auch so ein bisschen wieder schon dann relativ schnell auch mit Corona so ein bisschen zusammengefallen ist. Deswegen haben wir jetzt da noch nicht so viele gehabt, die mit dem Stadtgutschein kommen konnten, um bei uns anzukaufen. Ja, okay. Aber der eine oder andere war schon dabei. Genau, das ist ja so ein Konglomerat von mehreren Einzelhändlern oder überhaupt Geschäften, ne, in Braunschweig, wo man dann einmal den Gutschein kaufen kann und den dann in allen teilnehmenden Läden einlösen kann. Ja. Egal, wo man dann halt damit hingeht. Und da machen wir auch mit, ja.
Sehr schön. Wo wir gerade das Thema lokalen Handel und stationären Handel anschneiden, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, das Geschäft und allgemein auch den lokalen Einzelhandel zu unterstützen? Warum ist lokaler Handel auch für so eine Stadt so wichtig? Ja, das ist voll wichtig, das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich finde halt ja, diese Läden, die prägen ja so eine Stadt. Ne? Also die einzigen, also du musst ja, wenn du in eine Stadt gehst oder auch in eine Fußgängerzone gehst oder so, dann sieht es ja dann irgendwann noch relativ schnell auch überall gleich aus. Mhm. Ist ja einfach so, ne? wenn die Ketten da sind oder die gleichen Läden. Und ich finde gerade so dieser stationäre Einzelhandel, der macht ja so eine Stadt besonders, ja. Weil den gibt es halt nur da. Und da ist natürlich auch immer, da ist halt immer sehr viel Liebe drin. Ne? Und da steckt man sehr viel Liebe rein und da steckt man sehr viel Persönlichkeit rein. Und ich glaube, dass, auch wenn jetzt natürlich in letzter Zeit oder im letzten Jahr gesagt wurde, dass mir da sehr viel online bestellt wurde, glaube ich trotzdem, dass die Leute sich das wünschen, dass sie sich den persönlichen Kontakt wünschen, dass sie vielleicht auch Beratung wünschen, ne? Und dass sie einfach irgendwo hinkommen, wo man sie ja zum Beispiel auch kennt. Ne? Also wir haben ja auch viele Stammkunden, die kennen wir, wenn die reinkommen. Und dann wissen wir auch schon, was die mögen. Und ich glaube schon, dass das, ja, dass das so ein bisschen das Besondere ist und was dann auch den stationären Einzelhandel so wichtig macht. Ja. Apropos beraten, begreifen, erleben. Ist jemand jetzt im Stream noch auf einen Produkt hinter dir aufmerksam geworden? Ist das ein Jumpsuit dahinter? Nee, das ist ein Kleid. Ah, okay. Das hier oben? Ja, genau. Das hängt hier. Das ist tatsächlich, warte, ich nehme mal eins, was zu ist. Das ist tatsächlich einfach ein Jeanskleid. Das ist jetzt auch mal ein bisschen schmaler geschnitten. Also das ist auch ein bisschen tailliert, hat halt auch ein Bindegürtel und auch ein bisschen stretchy. Naja, okay. Gut, ich müsste mir fast schon Notizen machen, so viele Fragen, die gerade reinkommen. Erstmal vielen Dank für die Infos zu dem Outfit. Es fragt noch jemand, gibt es eine Seite, auf der ich mir die Kleidung ansehen kann, um sie dann eventuell zu bestellen? Ja, also tatsächlich hauptsächlich Instagram. Okay. Also wir haben jetzt keinen Online-Shop, da hatten wir ja eben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ne? Online-Shop ist halt so, gut, wenn wir jetzt vorher gewusst hätten, dass das jetzt über ein Jahr dauert, vielleicht hätte ich dann tatsächlich eingerichtet. Ja. Aber eigentlich ist ja Online-Shop, finde ich, so für mich jetzt persönlich, für meinen Laden, irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Mhm. Weil ich ja eigentlich eben nicht will, dass die Leute online bestellen, sondern dass die halt in den Laden kommen, ne? Über das, was wir eben gesagt haben. Aber über Instagram ist es am besten, weil da sind dann auch die Kollektionen, die wir vorstellen, speichern wir dann auch auf unserer Seite in den Story-Highlights. Das heißt, du kannst dir jederzeit nochmal alles angucken und auch aus den letzten Wochen, was neu reingekommen ist. Und da wird eigentlich jetzt gerade, wenn wir jetzt wirklich komplett zu haben, so wie momentan, versuchen wir wirklich jedes neue Teil auch irgendwie reinzustellen. Cool. Ja. Wo wir gerade bei deinem Laden sind, es hat noch jemand eine Frage gestellt, grundsätzlich zu dem Namen von deinem Laden. Swanicke, woher kommt der Name eigentlich? Also, als ich mir das überlegt habe, dass ich diesen dänischen Laden aufmachen möchte, da habe ich mir natürlich gedacht, ich hätte gerne einen Namen, der irgendwie auch ein bisschen skandinavisch klingt. Und der aber irgendwie auch zu mir passt. Und Swanicke ist tatsächlich ein Ort auf Bornholm, das ist halt eine dänische Insel, wo ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend halt jeden Sommer verbracht habe. Und dadurch habe ich halt auch so diesen Bezug zu Bornholm. Und natürlich gibt es da jetzt viele Orte, aber Swanicke ist tatsächlich auch ein besonders schöner. Mhm. Da kommen auch ein paar Sachen her, die auch mittlerweile auch in Deutschland sehr bekannt sind. Und dann kam halt dazu, dass der Schwan, finde ich, als Logo einfach so gut ist. Ja. Weil der auch eher so diese, ich sag mal, schlichte Eleganz hat. Ne? Also der ist halt auch, der ist schon schick, aber der ist jetzt halt nicht so total übertrieben, der ist jetzt nicht so bunt und pustert sich auf, sondern hat so eine cleane, schöne Eleganz und ich finde, das passt einfach gut zu der dänischen Mode und dadurch ist das entstanden, dass ich dann gesagt habe, Swanicke Fashion ist, es passt. Das hat Verbindung zu mir und meiner Kindheit und das hat aber auch vom Klang her irgendwie Bezug zu Dänemark und der Schwan passt auch noch gut als Logo und dann, ja, danke. Ist das so entstanden. Zurück zu den Produkten. Es fragt jemand, hast du auch 7/8 oder 3/4 Hosen? Und, spreche ich richtig aus, Ballonhosen? Ja. Also, 7/8 Hosen haben wir auf jeden Fall. Also, ne, wie zum Beispiel die halt, die wir eben schon angeschaut haben. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, weil die halt auf dieser Puppe ist. Aber das ist schon, die ist schon 7/8. Also, die ist halt nicht ganz lang. Mhm. Das ist die eine Art von 7/8 mit dem weiten Bein. Wir haben aber auch eine ganz andere Art, das ist jetzt zum Beispiel Blue Sportswear, was wir eben hatten.
Ist halt jetzt ein ganz anderer Stil, ja. Aber ist halt so ein bisschen diese Jogpants, ne? Das ist auch eine 7/8-Hose, also die endet halt über dem Knöchel. Ist halt so ein bisschen schmaler geschnitten, mal wieder einfach ein ganz, ganz anderer Stil. Ansonsten natürlich Culottes sind immer noch ein Thema, kriegen wir auch noch rein, aber ich wollte jetzt erstmal kurz was zu den Dreiviertelhosen noch sagen, weil die hatten wir nämlich noch gar nicht. Also erstmal, was jetzt wieder kommt, sind Bermudas tatsächlich, also wirklich so keine Shorts, sondern ja. Halt diese klassischen Bermudas. Da haben wir auch schon eine da. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht ganz genau, was Dreiviertelhose, also in was für eine Länge Dreiviertelhose hat. So, ne? Also ich ob das nicht. Jetzt alles hier so übers Knie auf jeden Fall gehen soll. Aber das wäre jetzt zum Beispiel halt eine Bermuda, die ist ja jetzt ja, knapp überm Knie, würde ich sagen. Ich denke, das könnte vielleicht als Dreiviertelhose ich denke schon, ja. durchgehen. Und dann haben wir auch so eine, das ist ja wieder ein bisschen spezieller, ist aber tatsächlich gerade ein Riesenthema. Also man laufen in Zeitungen. Mhm. Das ist kein echtes Leder, das ist Lederimitat. Ist halt auch ne, mit weitem Bein, so knielang, bisschen drüber. Ist gerade, ja, wirklich wird viel gesehen. Also das ist auch sowas, was auch gerade die, ich sag mal, die dänischen Influencer, Influencerinnen und Bloggerinnen gerade auch sehr viel tragen. Ja, das sieht man auch wirklich häufiger. Ja, und das ist ja. Also das sieht auch cool aus. Also wenn man es ist auch sicherlich nicht was für jeden, ne? Ist ja auch gut so, weil wir wollen ja auch nicht nur Sachen haben, die was für jeden sind, weil dann ist ja wieder beliebig. So, ja. Ne? Also soll ja auch für jeden so ein bisschen was Ausgefalleneres dabei sein. Und dadurch haben wir natürlich aber auch immer irgendwelche, ich sag mal, Basics da, wenn man vielleicht jetzt einfach eben nicht dieses Ausgefallene haben möchte. Ne? Die ist vielleicht schon ein bisschen zu lang, aber die geht, also endet auch noch über dem Knöchel. Und die hat zum Beispiel unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Möglichkeit halt, das Bein zu verstellen. Ah, ja, ne? Also okay. Die kannst du halt so weit tragen oder du machst den anderen Knopf und dann hast du die halt unten eng an der Fessel und kannst sie dann natürlich auch ein bisschen höher ziehen, je nachdem, in welcher Länge du sie gerne hättest. Oder halt auch die, die ich euch eben schon gezeigt habe, diese Highwaist, die ist auch nicht ganz lang. Was ist das hier für eine Größe? Ja, die ist auch halt, endet auch über dem Knöchel. Das ist dann schon auch noch eine 7/8-Hose. Das schön. Würde ich sagen. Zählt noch. Ach, wir haben schon auch noch mehr. Ich weiß nicht, ach, das waren ja jetzt auf jeden Fall einige. Zeigen. Alles cool. Aber ich finde es ja wirklich schön zu sehen, wie viele Rückfragen auch kommen und wie viele Themen an der Stelle überhaupt aufkommen. Du hast ja selber gesagt, wenn man durch den Laden geht, kommen ja nochmal ganz andere Themen. Voll, in den total. Man merkt, wie viel da in dem Thema überhaupt drinsteckt. Alleine schon in dänischer Mode. Ich finde das total spannend und deswegen, auch wenn wir jetzt Fragen heute Abend nicht klären können oder wenn euch jetzt nach dem Stream noch Fragen einfallen, was die Mode angeht, was das Geschäft angeht, das Konzept natürlich auch irgendwie Öffnungszeiten und Einkaufsmöglichkeiten aktuell, dann, Alexandra hat es ja gesagt, auf allen Möglichkeiten und Kanälen bist du zu erreichen, Instagram, Facebook, per E-Mail, ruft einfach an, nehmt gerne auf allen Kanälen und Möglichkeiten Kontakt auf, stellt eure Nachfragen und lasst euch ein bisschen inspirieren und natürlich auch beraten. Darum geht es ja am Ende des Tages auch ganz wichtig. Wenn ihr den heutigen Stream vielleicht jetzt erst später eingeschaltet habt oder habt ihr vielleicht nur die Hälfte sehen können, ihr könnt euch den Stream im Nachgang nochmal angucken. Zum einen auf braunschweig.de, wenn ihr auf braunschweig.de oben rechts in der Suche MyLocalsBS eingibt, gibt es eine ganz praktische Übersicht. Zum einen über die nächsten Drehtermine, denn wir sind auch diese Woche und in den nächsten Wochen weiter unterwegs. Und auch mit den bisherigen Sendungen, die da alle nochmal hochgeladen werden. Das heißt, ihr könnt euch auch die Sendung von heute Abend und auch vergangene Sendungen nochmal ganz in Ruhe anschauen. Beim Abendessen, auf dem Sofa, wann auch immer ihr das gucken mögt. Und auf der anderen Seite, auf dem zweiten Instagram-Kanal, ihr schaut ja gerade den Kanal Die Löwenstadt. Und auf Support Your Local BS, das ist der zweite Instagram-Kanal, den ich euch empfehlen würde, findet ihr nicht nur täglich interessante und viele Informationen zu den Geschäften hier und zu den Betrieben in der Braunschweiger Innenstadt, sondern eben auch die Folgen nochmal zum Nachschauen. Wenn ihr auf Support Your Local BS geht bei Instagram, in der Mitte ist so ein Button, da kommt ihr auf IGTV und da sind auch die vergangenen Sendungen, dann später auch die heutige nochmal hochgeladen, da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, inspirieren lassen und wenn dann Fragen aufkommen, dann einfach nochmal direkt einfach Kontakt zu Swanike Fashion aufnehmen. Ansonsten vielleicht noch so meine nahezu Abschlussfrage, was wünschst du dir so für das Jahr? Also wir hoffen es erstmal wie eine niedrige Inzidenz, dass wir wieder besser einkaufen gehen. Und was wäre so dein persönlicher Wunsch? Boah, das ist eine gute Frage. Was wäre mein persönlicher Wunsch? Also, naja, also natürlich, klar, muss ich, also der Laden ist ja auch
gehört ja auch zu mir und zu meiner Persönlichkeit. Und natürlich wünsche ich mir für den Laden, dass wir in naher Zukunft auf jeden Fall wieder Terminshopping machen können und natürlich irgendwann einfach wieder aufmachen können. So, ja. Dass die Leute einfach sehen und im Laden haben. Als wir den ersten Tag Terminshopping hatten, die ersten beiden Kundinnen an dem Montag, das waren Stammkundinnen von mir, und ich war so aufgeregt, als würde ich gerade neu eröffnen. So, das war echt so, oh, geil, kommt rein, so, das ist echt super. Ansonsten, was sagt man jetzt so, ne? Wenn man jetzt sagt, ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben, ist das ja halt so ein bisschen wie Weltfrieden, aber tatsächlich ist es natürlich das. Ne? Man möchte, dass alle gesund bleiben, vor allem natürlich, wenn du nach mir persönlich fragst, alle Menschen, die mir nahestehen und die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin, dass einfach die gesund bleiben und dass wir jetzt dann ja möglichst schnell da irgendwie rauskommen und bessere Zeiten kommen. Und natürlich wünsche ich mir persönlich auch, dass ich mal wieder irgendwie bei schönem Wetter im Biergarten sitzen kann und mit Freunden ein Bier trinken. Das wünsche ich mir tatsächlich auch. Und das wird aber ja irgendwann auch wieder so weit sein. Wir arbeiten auch für ihn. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute Abend einen schönen Einblick in deinen wirklich super schön einladenden Laden bekommen konnten. Ich finde, das ist einfach immer super gemütlich. Und hoffe, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten. Wir haben ja auf jeden Fall viele Fragen gesehen und Kommentare. Und gerade hat auch noch jemand geschrieben, sie freut sich aufs Einkaufen wieder bei dir. Sehr schön. Und aufs Kombinieren und Shoppen. Das können wir nur unterschreiben. Und ja, sagen, dass es euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Swanike Fashion, schreibt einfach Alexandra auf den bestehenden Kanälen an. Wenn ihr Fragen zu MyLocals BS habt, schaut einfach mal auf braunschweig.de nach und sucht dort nach dem Schlagwort MyLocals BS. So heißt die Instagram-Live-Serie. Wie gesagt, da gibt es eine Übersicht mit allen bisherigen Sendungen zum Nachschauen. Und auf der anderen Seite auch einen Sendeplan mit den nächsten Geschäften. Samstags sind wir zum Beispiel im Café Bruns. Wir nehmen ja mittlerweile auch Gastronomen mit in die Serie rein. Und Dankeschön geht da auch an der Stelle raus ans Braunschweig Stadtmarketing und an den Arbeitsausschuss Innenstadt, die das Format gemeinsam initiiert haben. Der heutige Dank gilt auf jeden Fall dir. Vielen Dank für die schöne und spannende Tour. Ich fand das total interessant, auch wenn ich selber davon ja gar nichts anziehen kann. waren das auf jeden Fall wirklich schöne Sachen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch die Sendung gerne im Nachgang nochmal an, erzählt gerne anderen davon und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend und Dank an dich. Danke euch, war schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Bis dann. Bis morgen, wir sehen uns. Tschüss.